rettet die Wahlen, geht wählen, links wählen. Warum links wählen? Vielleicht muss man sich nur mal anschauen, was neben der Linken noch so alles an Parteien unsere Landschaft bereichert. Da wären zum Beispiel die Grünen, allen bekannt, mit alten Wurzeln, nicht mehr so bekannt. Erst vor kurzer Zeit im Rahmen der Ukraine-Krise haben die Grünen ja zum Beispiel, na, man könnte sagen, die grüne Karte den Faschisten auf dem Maidanplatz gezeigt. Etwas später mit dem Hinweis darauf, dass so ein paar Nazis an regierungsverantwortlichen Positionen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Die wollen wahrscheinlich nur spielen und das machen sie ja auch zurzeit. Kann man ja so sehen. Viel verlässlicher ist ja die SPD. Die hat ihre Wurzeln noch nie geleugnet, steht zu ihren Wurzeln, sagt aktuell, zum Beispiel in Person von Herrn Gabriel, die deutsche Industrie muss wettbewerbsfähig bleiben. Hat er gesagt, kürzlich gerade erst. Deswegen muss auch die kleine Frau, der kleine Mann, zu fast 100% weiterhin, auch in Zukunft, die Umlage etwa im Zusammenhang mit den neuen Energien bezahlen. Also wer dafür ist, die kleinen Leute zu drangsalieren, wer dafür ist, die kleinen Leute zu belasten und wer dafür ist, im Gegenzug die Industrie zu entlasten, der sollte in der Tat SPD wählen. Dann haben wir noch meine Lieblingspartei, das ist nicht die FDP, wie manche meinen, das ist die CDU. Wofür steht die CDU? Muss ich mir überlegen. Am besten mache ich mal die Raute, dann fällt mir das am schnellsten an. Ich kann das nicht so gut mit der Raute, ich versuche das mal. Also die CDU steht beispielsweise für, wir stehen zu 100% für Chancengleichheit. Chancengleichheit klingt gut, ne? Hört sich gut an, Chancengleichheit. Aber was ist das eigentlich, Chancengleichheit? Und da stellen wir uns jetzt mal ganz dumm und sagen, Chancengleichheit, das ist ein Arbeitsplatz und 10 Arbeitssuchende, die diesen Arbeitsplatz gern hätten. Und jetzt nehmen wir mal an, die wären alle gleichermaßen gebildet, sind aus der gleichen Altersgruppe, sind geschlechtsneutral von mir aus auch, also haben alle die gleichen Chancen. Man muss kein Abitur haben, um zu ahnen, wie die Sache wohl ausgehen wird. Einer bekommt den Arbeitsplatz und die 9 anderen, muss ich wieder die Raute machen, die hatten ihre Chance. In der Tat. Das ist die Politik der CDU. Was haben wir noch? Die FDP. Wir haben die FDP schon seit vielen, vielen Jahren intensivmedizinisch an den Schläuchen der Wirtschaft gehängt. Mehr oder weniger im Wachkoma befindlich, aber hat sie doch überlebt bis heute. Wofür steht die FDP? Das können wir recht kurz machen. Wenn sie ein Hotel haben, sollten sie, das gilt nach wie vor, sollten sie die FDP wählen. Wenn sie keins haben, sollten sie es lassen. Dafür stehen ja auch die Kürzel FDP für die Pension. Das kann man jetzt mehrdeutig verstehen, das ist klar. Aber egal wie man es versteht, es ist immer richtig. Was haben wir noch? Parteien. Dann haben wir noch die neuen Parteien, die noch nicht so ganz etablierten Parteien. Da gibt es zum Beispiel die Piraten, auch eine Konkurrenz zu den Linken. Wofür stehen die Piraten? Die Piraten stehen für aber sonst sind die eigentlich ganz sympathisch, durchaus. Und nicht zuletzt haben wir natürlich auch noch unsere jüngste Partei, die Alternative. Alternative für Deutschland. Wofür stehen die?
ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendjemand hat kürzlich gesagt, die Alternative für Deutschland, ich denke, da hat er recht gehabt, sind das deutsche Pendant, der deutsche Ableger der US-amerikanischen Tea Party-Bewegung. Und in der Tat, das ist die Alternative für Deutschland. In höchstem Maße erzkonservativ, national und ansonsten in ihrem Wirtschaftsfundamentalismus der FDP auch wiederum sehr nah. Vielleicht überflügeln sie die im Moment sogar bereits etwas. Wer diese Partei in der Tat für die Alternative zu der aktuell gängigen Politik sieht, der hat meines Erachtens keine Alternative verdient. Und deswegen sage ich, wenn man sich all das Dargestellte einfach mal vor Augen hält, kann man es einfach nur noch mal wiederholen. Rettet die Wahlen, geht zur Wahl und wählt links. Denn eine Alternative gibt es nicht.